Hallo und willkommen zum letzten Kapitel, wirklich zum letzten Kapitel in der Vorlesung Verteilte Systeme für das Wintersemester 2021. Ich möchte hier mit Ihnen noch zum Abschluss ein paar Gedanken verlieren zur Frage von sogenannter Big Data Analytics. Die Vorstellung ist, wir haben sehr, sehr, sehr große Datenmengen, die wir in irgendeiner Form analysieren, vielleicht mit Machine Learning erkunden wollen. Und wie machen wir das, wenn diese Daten big, groß, vielfältig werden? Dass wir nicht mehr mit einem einzelnen Rechner auskommen. Das ist das Ziel hier. Wir werden hier in diesem Kapitel zunächst kurz in diesem Video über Motivationsszenario Kontext reden. Wir machen dann einen ganz kleinen Ausflug in die Welt des Machine Learnings und schauen uns ein Beispielverfahren, ein Beispielalgorithmus an. Das wird das sogenannte K-Means-Verfahren sein. Wirklich nur illustrativ, damit wir für später ein konkretes Beispiel haben, mit dem wir arbeiten können. Und dieses später wird dann sein, die Diskussion des sogenannten MapReduce-Frameworks als ein geeignetes Mittel, solche verteilte Datenverarbeitung zu strukturieren, die passend ist für eine darunterliegende verteilte Infrastruktur mit den ganzen Einschränkungen und Schwächen, die wir in den bisherigen Kapiteln diskutiert haben. Dann sprechen wir noch kurz über konkrete Frameworks und schließen das Kapitel noch mit ein paar Schlussbemerkungen ab und dann sind wir mit der Vorlesung durch. Sehr schön. Fangen wir an mit etwas Begrifflichkeit, was wir tatsächlich mit einem solchen Big Data System meinen. Was heißt denn Big? Was ist denn Big Data? Ich habe ein Beispiel rausgesucht, es gibt viele davon, aber ein Beispiel, das tatsächlich offen verfügbar ist, das ist der sogenannte Large Hadron Collider am CERN. Und die Daten, die ich hier gefunden habe, sind von etwa Ende 2018. Aktuellere Daten sind gar nicht so leicht da mehr zu finden. Damals hatten sie eine sehr schöne Übersicht über die Struktur des Rechenzentrums. Fotos finden sie immer noch, das sieht wie alle anderen Rechenzentren aus. Ich glaube, das ist die Tape Library, wenn ich mich nicht täusche. Daten damals waren etwa 225.000 Cores, 60.000 Festplatten, ungefähr 35.000 Kilometer Glasfaser. Alleine diese Zahl ist beeindruckend. Und wenn die sogenannten Experimente, also die eigentlichen Messungen beim LHC laufen, dann spuckt das Ding 24 Gigabyte pro Sekunde aus, nachdem bereits Vorfilterung, Rauschen entfernt und so weiter und so weiter ist. Also 24 Gigabyte pro Sekunde müssen Sie verarbeiten, wegschreiben, speichern, archivieren, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wenn dieser LHC einmal läuft, dann läuft er auch für Monate am Stück. Nach weiterer Verarbeitung kommt das auf etwa 75 Petabytes pro Jahr, die da gespeichert werden müssen. Insgesamt angeblich etwa 100 Petabyte pro Jahr verfügbar. Allerdings ist das veraltete Zahlen. Wie gesagt, zum Vergleich, die Uni Paderborn hat etwa ein knappes Petabyte in ihrem Hauptfileserver sitzen. Lesen Sie gerne nach, was da aktualisiert ist. Zum Zeitpunkt, da ich Ihnen das erzähle, ist das bestimmt schon wieder nicht mehr so aktuell wie zum Zeitpunkt, da Sie das hier zuhören. So, das ist ja schön, ne? Das ist eine Infrastruktur. Was wissen wir denn noch? Naja, und dann guckt man mal bei Marktforschern, dann schaut man sich mal bei Marktforschern um. Zum Beispiel gibt es eine Fujitsu, eine Aussage, die ist auch schon älter, 2013, dass bis zum Jahr 2013 3 Zettabytes durch die Menschheit produziert und gespeichert wurden. Ein Zettabyte sind 1 Million Petabytes oder 1 Milliarde Terabytes. Also 3 Milliarden Terabytes bis zum Jahr 2011. Das mag stimmen, das mag nicht stimmen. Andere Aussage ist allerdings vergleichbar. Vorhersage bis 2020, dieses Jahr, etwa 40 Zettabytes pro Jahr, die dazukommen. Für 2025 nochmal mehr als eine Verzehnfachung dessen. Von IBM eine Aussage, 90% aller Daten, die die Menschheit je produziert hat, entstanden in den letzten 2 Jahren. Jetzt mögen Sie selber spekulieren, wie viel davon Katzenvideos sind, die vielleicht die Menschheit nicht unbedingt vernichten werden, wenn diese Katzenvideos verloren gehen. Aber nichtsdestotrotz, wer hat schon das Recht, das hier zu beurteilen, welche Daten wichtig und welche nicht wichtig sind? Zum Schluss noch auch eine berühmte, immer wieder gern zitierte Größe, der sogenannte Cisco Traffic Forecast. Der wird halbjährlich, glaube ich, aktualisiert.
mit Vorhersagen, wie Internetverkehr, Weitverkehrsnetze sich entwickeln. Immer eine schöne Zahl, wenn Sie mal sowas, immer eine schöne Quelle, wenn Sie mal solche Zahlen brauchen, ist das sehr zu empfehlen. Ein Beispiel hier rausgegriffen: Für nächstes Jahr wird vorhergesagt, dass der zellulare, in Mobilnetzen entstehende Datenverkehr pro Monat weltweit über den Daumen 50 Exabytes beträgt. 50 Exabytes, ein Exabyte sind 1000 Petabytes, 1024 Petabytes, also können Sie sich überlegen, was das bedeutet. Wenn Sie das über die Jahre hinweg angucken, dann ist der sogenannte CAGR, Cumulative Average Growth Rate, also die über mehrere Jahre gemittelte prozentuale Steigerung pro Jahr, eine typische Aussage. Und da kommen wir so über den Daumen auf 50%. Und aus dem Alltagsleben haben wir im Moment ja gerade reichlich Erfahrung, was exponentielles Wachstum praktische Auswirkungen verursacht. Also in etwa Faktor 1,5 jedes Jahr für die Gesamtmenge des Internetverkehrs. Also die Zahlen sind groß, mit denen man hier um sich werfen kann. Ist es aber nur groß? Ist es einfach nur viel? Naja, nicht unbedingt. Man spricht auch gerne von den sogenannten 3 Vs, the 3 Vs, oder manchmal, je nachdem, wo Sie hingucken, sind es auch 5. Fangen wir erstmal mit den 3 Vs an. 3 Vs heißt erstmal natürlich Volume, also die schiere Menge dessen. Die schiere Menge an Daten wird groß in einem solchen System, in einem solchen Big Data System. Hätten Sie jetzt bei dem Namen nicht gedacht, ich weiß. Variety. Es ist aber nicht nur viel, es ist auch viel unterschiedliches Zeug. Unterschiedliche Formate, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Aktualisierungszyklen, unterschiedliche Arten von Daten, sogenanntes Polystructured Data. Und zum Schluss haben wir noch Velocity, hohe Geschwindigkeit, mit der Daten generiert, übertragen, verarbeitet, ausgewertet werden müssen und so weiter. Nicht 24 GB pro Sekunde, ohne dass Sie da irgendwas verlieren dürfen. Müssen Sie permanent durchanalysieren. Stellen Sie sich vor, Sie gucken das weltweite Kreditkartensystem an, die Datenmengen, die da entstehen. Schauen Sie sich Smart Meter. In jedem Haus ist ein Smart Meter, der irgendwie permanent Daten über seinen Stromverbrauch liefern soll. Und so weiter und so weiter. An vielen Stellen fragt man sich, ob es mit den kurzen Aktualisierungszyklen wirklich nötig ist. Bei einem Smart Meter zum Beispiel ist es eher fraglich, was da wirklich die richtige Periodendauer ist. Aber sei es wie es sei. So, und dann gibt es noch so weitere Dinge. Fujitsu zum Beispiel hat ein schönes White Paper mal geschrieben, dass neben den 3 Vs es 5 Vs eigentlich gibt. Es kommt noch dazu Versatility, dass die Daten, die gleichen Daten für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt werden sollten, um letztlich Value zu generieren. Also auch Dinge mit diesen Daten zu tun, die irgendjemanden interessieren, die für irgendjemand einen Wert darstellen. Oft hat man ja den Eindruck, dass dieses Big Data ein Write-Only-System ist. Sie legen da zwar ganz viele Daten drin ab, aber es guckt nie jemand an. Also es muss auch wertschöpfend sein, was Sie an dieser Stelle damit tun. Und wenn Sie das jetzt mit SQL-Datenbanken und so einer SQL-Asset-Denke vergleichen, dann verschieben sich die Anforderungen. Dann ist Geschwindigkeit, Flexibilität, das schnelle Reagieren auf Änderungen der Anforderungen, die gegebenenfalls hohe notwendige Skalierbarkeit ist möglicherweise sehr viel wichtiger als sowas wie eine formale Striktness in einer SQL-Datenbank. Wir brauchen hier nicht unbedingt Asset-Semantik, um alles hier präzise hinzubekommen. Wir können hier vielleicht auch mal mit Inkonsistenzen leben. Das sagt nicht, dass SQL und das SQL-Denkmodell falsch ist. Es ist einfach ein anderes Szenario und ein anderes Anwendungsfeld, in dem wir uns hier bewegen. So, und für dieses Anwendungsfeld möchte ich gerne Folgendes noch mit Ihnen besprechen. Ich möchte gern am Beispiel von solchen Machine Learning-Anwendungen überlegen, wie wir eine Infrastruktur samt einem Programmiermodell entwickeln können. Und das wird gut zusammenpassen. Und dann haben wir eine gewisse Vorstellung, was für Tools es gibt, was für Werkzeuge es gibt. Wir gucken uns noch ein Beispiel etwas an, das ist das sogenannte Spark-System. Und dann haben wir dieses Big Data-Kapitel beendet. Also, die Frage wird sein, wie gehe ich mit der großen Menge von Daten um, die ich speichern muss? Wie gehe ich mit der Notwendigkeit des Replizierens um und wie verarbeite ich dann? Und wir sind hier in einer ganz seltenen Situation, oder genauer gesagt, die IT-Community war vor circa 10 Jahren in der ganz seltenen Situation, dass wir ein Programmiermodell und eine unterstützende Infrastruktur gemeinsam entwerfen konnten. Und das hat zu dem sogenannten MapReduce-Modell mit der Unterstützungsinfrastruktur dann geführt.
Das besprechen wir gleich, aber zunächst schauen wir noch einen kleinen, machen wir noch einen kleinen Schlenker in Machine Learning und Data Analytics, um uns ein Beispiel zu entwickeln, nämlich das K-Means-Verfahren. Erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.